Der Sohn ein kranker Stalker. Unser kleiner Säs. So, da gehen wir jetzt nicht weiter. Wir verfolgen jetzt mal die alte SCH-Punkt-Lampe. Muss ja alles benutzerfreundlich bleiben hier, ne? Wollen ja nicht zu ausfallend werden. Weil alles hier am Rad drin ist. Oh, guck mal, da oben haben wir noch eine Trophäe. Zwei Personen, eine Stimme, keine Waffe. Ja. Ah, da haben wir wieder die Kamera. So, da haben wir noch den Bekloppten. Komm her, lass dich auf den Boden schmeißen. Oh, komm her, Schutzi. Bam. Und küss meine Faust. Das hört sich immer so doof an, wenn er erst die Explosionspistole nimmt. Danach einen bitteren. Bitteren. Ja, ich komme ja schon, Mäuschen. Sie werden sehr viel Spaß haben. Ach, da oben. Ich behalte mal diesen Blick hier lieber. Da haben wir noch eine Trophäe. Die kommen wir von da oben rein. Denke ich jetzt mal. Oh. Ziehen wir das mal kurz. Runter. Ah! Du Arschloch. Erschreck mich nicht so. Gott. Da haben wir noch eine Tonbandrolle. Der Name des Patienten ist Victor Zess. Für die Akten. Der Patient kommt von Dr. Cassidy, die nach dem Vorfall letzter Woche im Urlaub ist. Hallo, Victor. Setzen Sie sich. Wachen, lassen Sie uns allein. Tut mir leid, Doktor. Anweisung des Anstaltsleiters. Ich kann Sie nicht mit ihm allein lassen. Ich verstehe. Hallo, Victor. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht reden. Deprimiert! Hilft Ihnen das? Können Sie in meinen Verstand eindringen, Doktor? Wieso deprimiert? Ich denke nur über die nach, die davon gekommen ist. Die ich ausgewählt hatte. Ich brauchte diese Narbe. Ich will diese Narbe! Jetzt aber lange gebraucht, ehe das Band zu Ende war. Er will unbedingt diese eine verkackte Narbe haben. Von dieser einen Ärztin. Oder von dieser Frau. Die er nachdem er die immer umbringt, sich eine Narbe zufügt. So, jetzt schauen wir mal erstmal hier. Kleben wir da mal eins dran. Hier mal eins dran. Aber ich wäre schon wieder verrückt, ey. Wo? Da hinten. Da noch mal eins dran. Na, komm her, Kumpel. Dein Geschrei geht mir auf die Nüsse. So. Also. Bleib ruhig. So, da haben wir drei Wände auf einmal. Was haben wir hier hinter Tor Nummer 1? Fragezeichen. Aber nur auf die Wand gemalt. Hate. Ja, dann hasst doch. Hasst dich selber für deine Schundtaten. So, was haben wir hinter Tor Nummer 2? Dasselbe. Hasst dich wieder selber. Und hinter Tor Nummer 3 haben wir auch wieder Hate, aber mit einer Riddler-Trophäe. Sehr schön. So, halt! Hier hinten noch was? Auch
auch so eine Glotze? Nö, hier hinten ist nichts mehr. Dann gehen wir mal da hinten links. Links, genau. Hier noch was? Ganz allein in einer Zelle. Wieso spricht das Eis mit dem gefährlichsten? Ah, okay. So, da oben war die blöde Kuh. Da kommt der Mr. J. Ausgezeichnet. Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnapp ihn. Okay, hier haben wir auch elektromagnetische... Da haben wir Eis. Elektromagnetische Felder. Es geht doch hier hoch, du Idiot! Oh. Geht's dir gut? Das mache ich doch gerade schon. Die kommen ja wie am laufenden Band, ey. Ach Mann, Betsy, Betsy. Schlag doch mal ein bisschen besser zu. Heizen wir ihn ein. Na, gegrillte Fledermausvögel. Gib mal her hier, lass mich mal. Ach, ach. Da wurden schon zwei gegrillt. Boah, Alter, braucht doch noch länger zum Zuschlagen. Schlag ihn noch mal. Nein. Schade, der hat es auch mal hoch geschafft. Mehr habt ihr nicht drauf? Ist ja schade. So, diese haben wir jetzt. Sie hat's wieder geschafft. Ich glaub's nicht. Ich bin auf dem Weg. Ups, der Plan hat sich geändert, Kindchen. Aber ich hab mein Bestes gegeben. Tut mir leid, aber der zweite geht leer aus. Du stehst leider nicht mehr auf der Partyliste. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Nein! Stirb, du große, hässliche Fledermaus! Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv, sag du es mir. Nein, das glaube ich eher weniger. Also, ich bin hier fertig. Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke gescannt. So kannst du das Geheimlabor in den Garten finden. Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Raintech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Nimm den botanischen Gärten Harley. Was?
Nehmen wir den botanischen Gärten Harley Quinns Fingerabdrückenspur auf. Ja, okay. Das machen wir. Aber erstmal soll das die Gefängniszelle von Mr. Freeze sein? Ja, Mr. Freeze. So, hoppla. Aber wir schauen erstmal, was wir hier so haben. Ach, das sollen Vorhänge sein. Ich wollte gerade sagen, wieso sind die Säulen aus Glas? Oh, Geheimniskarte. Sehr schön. Die nehmen wir doch gerne. So, hier geht's, glaube ich, dann wieder auf die... Genau. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen hier hoch. Mal schauen, ob wir hier oben auch noch was finden, was für uns von Nutzen sein kann. So, hier hat die alte gestanden. So, alles magnetische Felder. Ach, damit können wir die Zellen aufmachen? Oh, guck mal. Da oben ist eine explosiv springbare Wand. Dann gucken wir uns die Zellen noch mal genauer an. Also hier drin ist nichts. Da drin ist auch nichts. In der 3, da hockt ja jetzt die Alte drin und heult. Ja, heul mal weiter. So, hier ist der Ausgang. Das ist von Mr. Freeze. Und da können wir mal gucken, ob wir das Ding aufkriegen. Das wäre ja cool. So, in der Nummer 5 ist auch noch eine... Nummer 5, alles klar. Jetzt haben wir hier Nummer 6, nix. Gut. Also, Nummer 5 müssen wir aufmachen. Und wir versuchen aber noch Nummer 4 auch aufzumachen. Vielleicht kriegen wir den Freeze ja frei. Wo ich dann wahrscheinlich vermute, dass wir gegen den kämpfen müssen. Hallo? Oh, schade, geht gar nicht. Geht nur Nummer 5. Schade, schade. Wäre ein cooles Gadget gewesen. So, Nummer 5 haben wir auf. Dann gehen wir mal kurz da rein. Gehen wir hier lang. Ist der Weg kürzer? So, dann haben wir hier eine Riddler-Trophäe. Die blöde Fledermaus sitzt in meiner Falle. Ahahaha, ich glaube eher nicht. Dann kommen wir eben halt wieder raus. Oh, da ist noch ein Geistes-Arkham-Statue. Neue Ziegel, Metall und Farbe bedeckten alte Wunden. Dem Körper wurde neues Leben eingehaucht. Kluge neue Geister kamen und schworen, unsere Versprechen zu halten. Wir wussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten. Und die Stadt würde es uns danken. Mhm. Schön. So. Gehen wir mal hier oben weiter und dann haben wir hier oben noch eine Wand, die wir aufsprengen können. Was? Wie bist du da rausgekommen? Ja, kannst mal sehen. Ich kann zaubern. Der Stab rollt fröhlich vor sich hin. So, oben war sonst weiter nichts mehr. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Was hat 4 Mauern, 2 Seiten und einen Ex-Bezirks... Schieß mich tot. So. Das ist, glaube ich, hier oben. Genau. Dann werden wir das hier auch nochmal eben... öffnen. Ach, Mann.
Nimm das Ding hier mal wieder in die Hand. Hallo? Ah. So. Und dann haben wir noch die nächste Verbesserung. Was haben wir denn jetzt hier? Nach dem Erreichen einer fünffachen statt einer achtfachen Combo können spezielle Combos Moves eingesetzt werden. Aha. Aber ich wäre jetzt eigentlich erhöht die Effizienz des Standard-Battlewings und verlängert die Zeitspanne, die das Ziel kampfunfähig bleibt. Das wäre jetzt eventuell interessant. Ein Spezial-Battlewing, der von Batman gesteuert werden kann. Ja. Verbesserung des Schall-Battlewings ermöglicht nach dem Werfen eine Detonation, die die Selbstmordmanschetten eines Handlangers in der Nähe überlädt und dieses ausschaltet. Oh, das ist sehr gut. Das nehmen wir. Das hört sich sehr schön an. So, die Tür ist jetzt auf. Das ist immer noch dieselbe Zeitung. Carly war nur zum Aufwärmen da, Bats. Und um fair zu dieser kleinen Gaunerin zu sein, sie hat ihre Sache ganz gut gemacht. Eine glatte 2. Unter uns. Ich will eine 1 bekommen. Ich muss nur noch ein paar Chemikalien mischen und dann erschaffe ich meine ganz persönliche Armee. Oh, bitte nicht. Wir wissen genau, was der vorhat mit seiner persönlichen Armee. So einen sind wir nämlich schon, am Anfang begegnet. Was dann aber nicht gelungen ist. Och nö. Schnauze! So, wir müssen wieder raus zu die botanischen Gärten. Und da jetzt. Reporter Jack Ryder. Jack, wir sehen, dass der Zugang zur Insel abgeriegelt wurde. Staats- und Bundespolizei besetzen die Checkpunkte. Die Insel ist wirksam vom Festland abgeschnitten. Nichts kommt an oder geht ab. Erste Meldungen, die besagen, dass Batman sich auf der Insel befindet, scheinen bestätigt zu werden. Augenzeugenberichten zufolge hat der Joker nach dem Vorfall im Büro des Bürgermeisters zurück nach Arkham gebracht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass Batman während Jokers gewagtem Ausbruch getötet wurde. Aber ich betone nochmals, das ist bisher unbestätigt. Wir melden uns bei neuen Informationen. Zurück ins Studio. Danke, Jack. Mehr darüber in Kürze. Wie Jack berichtete, wissen wir es nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob Batman bei einem Ausbruchsversuch getötet wurde. Bleiben Sie bei uns, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Jetzt zurück zum regulären Programm. Was? Also dafür, dass wir tot sind, sind wir aber noch ganz schön quick lebendig. So, im Klo hängt noch jemand. Ein Verrückter. Komm mal raus hier. Hallo? Kommst du? Lass dir helfen. So, jetzt brauchst du nicht mehr kotzen. So, hier war sonst nichts mehr. Ach, wisst ihr was? Lass mich doch in Ruhe. So, hier sind ja die Duschen. Da kommen wir nicht durch, also müssen wir hier durch. Alter! Die hängen auch überall! Hier oben ist nichts gut. Der sitzt da ganz ruhig, bewegt sich keinen Millimeter. Na, es kommt raus. Liegt die schon immer hier? Okay. Dann hören wir uns das jetzt mal an. Victor ist in letzter Zeit kleinlauter geworden. Er spricht nicht gut auf die Medikamente an. Hallo, Victor. Gibt es was, worüber du heute gerne sprechen würdest?
Bringt ihn weg! Holt ihn von ihm runter! Wir brauchen Hilfe! Oh Mann, nee, ihr seid ja ganz tolle Wachen. Wenn ihr euch nicht mal auf euch selber aufpassen könnt. Ach, da haben wir noch einen Verrückten. Na toll. Gut, dann werden wir jetzt mal eben kurz noch das hier machen, weil da unten hatten wir ja noch ohne Trophäe, Riddler-Trophäe gesehen. Jetzt können wir nämlich den Fahrstuhl hochfahren lassen. Und wir kommen hier an die Trophäe ran. Endlich! Ich dachte, du würdest es niemals finden. So schön von hinten ein Kopf. Bam! Da kommt jetzt noch her, oder? Ja, er kommt her. Dann warten wir kurz, bis er hier ist. So, dann können wir nämlich auch das hier noch öffnen. Dann kommen da jetzt auch endlich ran. So. Und offen. Das wird zwar alles teuer, was wir hier alles kaputt. Ohne Geheimniskarte. Du weißt doch, wie man eine Karte liest, oder Detektiv? Ja, natürlich. Der Meister an Karten lesen. Und auch der Meister an Karten legen. Auch der da oben. Von denen so runter? Ja! Ach, ist schon. Okay. So, haben wir sonst noch? Da oben haben wir noch einen. Den werden wir uns auch nochmal eben krallen. Suchst wieder Fliegen zum Essen, wa? So, ist aber Schluss mit lustig. Genug gegessen. Was platzt du noch? Okay. Das ist noch nicht wirklich weiter fertig geworden. Komm her, Kollege. Geht das nicht sehen, dass ich komme? So, ich mach mal eben kurz eine Pause, weil ich werde mal eben schnell was trinken, weil ich habe einen richtig trockenen Hals. Und dann sehen wir uns gleich wieder.